In der Notaufnahme empfängt Arzt Frederik Seehauser einen neuen Patienten, der seiner Freundin nach einem Segelunfall schwere Vorwürfe macht. Gibt's ein Problem irgendwie? Natürlich gibt's ein Problem. Wegen der gibt's ein Problem. Gucken Sie mal hier. Oh. Ich wäre fast gestorben. Wenn ich nicht eingegriffen hätte, wären wir jetzt tot. Komm, übertreib nicht, ja? Es ist wirklich nicht so schlimm. Es ist nicht schlimm, wir sind in der Notaufnahme. Natürlich ist das schlimm. Ah, es tut auch so weh. Kannst du mal gucken? Sollen wir direkt durchgehen? Ich würde sagen, wir gehen dann direkt in den Schockraum. Schnell habe ich gemerkt, dass es hier Unstimmigkeiten bezüglich des Unfalls gibt und dass die Gemüter ziemlich erhitzt waren. Deswegen wollte ich Diskussion eigentlich im Keim ersticken, das Ganze in den Schockraum verlegen, denn da konnte ich mir dann auch die Schnittverletzung genauer anschauen. Sie gehören zusammen, dass ich das ganz kurz abkläre. Das ist meine Freundin. Okay. Nicht mehr lange, so wie sie aussieht. Dann zeigen Sie mal her. Oh, das ist natürlich schon eine tiefe Cut-Verletzung. Das hat auf jeden Fall ist das eine Nähindikation, Luisa. Auf jeden Fall. Ich zieh mir mal bitte ein Lidocain-Lokalanästhetikum auf. Mhm. Ich würde das ganz gerne einmal quaddeln, unterspritzen am Wundrand und dann nehmen wir es einfach gleich so. Ja. Ist nicht schlimm, muss genäht werden. Bei Herrn Koch hatten wir eine Schnittverletzung im lateralen Handbereich und die war schon relativ tief und bei der ersten Begutachtung hat die auch ziemlich stark geblutet. Generell ist die größte Sorge immer bei Handverletzungen, dass wir hier relativ oberflächliche, wichtige Strukturen haben, wie zum Beispiel Gefäß- und Nervenbahn, die dann natürlich durchtrennt worden sein könnten, was dann zur Folge hätte, dass wir hier erheblichen Verlust in der Sensorik und Motorik haben. Ganz kurz, also was ist denn überhaupt passiert? Wir wollten uns einen richtig schönen Tag machen. Sie hat mir schon mehrfach erzählt, dass sie segeln kann, also ein Boot fahren kann. Da habe ich gesehen, wie du segeln kannst. Dann waren wir auf dem See. Auf einmal, keine Ahnung, war sie gar nicht mehr bei der Sache. Und wir sind auf ein riesen Boot zugefahren. Wir hatten halt nur so ein kleines Segelbötchen. Wir sind auf ein riesen Boot zugefahren. Das wurde immer enger. Ich habe sie angeschrien. Ich sag, ganz Ina, mal halten. Was ist los? Noch mal kurz drüber desinfizieren, bitte. Das brennt. Das ist mal. Ja, alles gut. Dann habe ich noch so gerade das Ruder rumgerissen und wir sind dann auch auf so eine blöde Sandbank aufgelaufen. Okay. Und dabei habe ich mich irgendwie irgendwo geschnitten oder Okay. durch das Boot geflogen. Das wäre überhaupt nichts passiert. Du hättest nicht eingreifen müssen. Okay. Ja, bitte. Hallo, hier ist einmal die Frau Koch, die Schwester. Hallo. Ach, die Schwester ist Patientin. Okay, danke schön. Meine Schwester, Mara. Die hatte einen Unfall. Das ist nicht so schlimm. Hallo Frau Koch, Sie sehen ja... Das war nicht so schlimm. Du bist doch nicht mal jetzt einsichtig. Ich fand die Reaktion von Herrn Koch etwas übertrieben. Er war ja sehr aufgebracht. Ja, natürlich ist es immer gefährlich, sich auf Wasser zu befinden, aber es war jetzt nicht der Rhein mit Strömung, sondern es war ein Badesee, der natürlich auch beobachtet wird. Und er hat seine Freundin da sehr angefahren. Letzten Endes habe ich dann vermutet, dass da mehr dahinter steckte. Bei Ihnen, ich sehe, Sie haben auch einige Schrammen. Am Finger haben Sie auch noch was, glaube ich. Ja. Sollen wir Sie dann auch gleich noch angucken und behandeln? Haben Sie irgendwas auf den Kopf bekommen beim Seelenunfall? Sie haben das in die Sandbank aufgelaufen? Nee, ist nur alles ein bisschen viel. Ein bisschen viel, verstehe ich. Aber jetzt widmen wir uns erstmal hier der Schnittverletzung. Schauen wir mal. Nee, alles warum gut. Warum seid ihr denn alle so laut? Hier ist doch keiner laut. Das ist doch gar nicht laut, Ina. Das Telefon klingelt auch die ganze Zeit. Welches Telefon meinst du? Ich halte das nicht aus. Ich muss hier raus. Ja, ist doch komm gleich wieder. Luisa, gehst du bitte einmal mal mit? Viele verschiedene Patienten oder Angehörigen reagieren auf Stresssituationen oder das ganze Krankenhausumfeld relativ individuell. Deshalb haben mich diese Kopfschmerzen und dieser Unmutszustand bei der Frau Schäfer erstmal gar nicht so irritiert. Als sie aber ein Detail nannte, dass der ganze Lärm ihr zu viel ist und sie so noch ein Läuten oder ein Handy klingeln gehört hat, das hat mich so ein bisschen verunsichert. Deswegen wollte ich, dass Schwester Luisa auf jeden Fall einmal mitgeht, um nachzusehen. Denn wer weiß, ob hinter diesem Kopfschmerz nicht noch mehr steckt. Zumal die 31-jährige Ina ihrem Freund Tom nicht erklären konnte oder wollte, warum sie auf dem Segelboot mit einem Mal so geistesabwesend schien. Tom ist wegen des Unglücks immer noch wütend. Doch dann wird Ina selbst zu einem akuten Notfall. Zieht ein bisschen. Notfall, kommst du schnell? Ja, komm mal. Bring den Notfall hoch, danke. Mach ich. Warten Sie mal bitte kurz hier. Ist das hier vorne oder wo? Das ist doch die Freundin da gewesen. Was ist passiert? Gerade gekrampft, habe ich gehört. Gekrampft, die saß hier, dann hat sie gekrampft. Das ist jetzt vorbei. Hallo. Bleiben Sie mal hier. Ich bin schon ansprechbar. Okay. Alles gut, mal gucken. Kurz gekrampft hat sie auch. Mhm. Frau Schäfer, schauen Sie mir mal bitte an.
Okay. Alles ein bisschen verlangsamt. Als ich gehört habe, dass die Patientin kurz gekrampft hatte, waren das natürlich sehr ungünstige Vorzeichen. Denn wir hatten im Vorgespräch herausgefunden, dass hier ein Unfall passiert ist. Da müssen wir immer davon ausgehen, dass hier vielleicht größere Schädel-Hirn-Blutungen oder Verletzungen im Schädel-Hirn-Bereich vorliegen. Zudem kann man auch bei Krampfanfällen nie eine Tumordiagnose gänzlich ausschließen. Es kann aber auch andere Gründe haben, wie zum Beispiel eine Mangelversorgung von wichtigen Nährstoffen, die der Körper benötigt. Also ein Krampfanfall an sich ist nie ein gutes Vorzeichen und hat meistens schwerwiegende Erkrankungen zur Folge. Puls ist schwach, aber da. Frau Schäfer, bleiben Sie mal ein bisschen bei uns. Ja. Haben Sie Kopfschmerzen? Dankeschön. Ja. Nicht wundern, ich schnibbel mal ein bisschen an Ihnen rum. Okay, also Sie konnten nicht bestätigen oder auch nicht ausschließen, dass Sie sich den Kopf gestoßen hat bei dem Unfall? Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich war halt mit dem Boot beschäftigt, dass wir da irgendwie halt heil an Land kommen. Okay, wissen Sie irgendwas über... aufgeschlagen, aber ob sie irgendwo hingefallen ist, weiß ich nicht. Wissen Sie denn, ob sie zum Beispiel Epilepsie oder andere Vorerkrankungen hat? Vorerkrankungen kann ich Ihnen nicht sagen. Wir sind ja auch erst frisch zusammen, 3 Monate. Da haben wir uns nicht über Krankheiten unterhalten, andere Sachen. Einzige, was sie mal hatte, ein paar Mal Kopfschmerzen hatte sie ein paar Mal. Aber okay. Und was halt wirklich noch eventuell interessant für sie ist, sie hatten jetzt ein paar Mal unsere Treffen. Also wir wollten uns, wir sind uns ja noch am Daten. Und die hat sie abgesagt, weil sie einfach nicht gut geht. Aber da weiß ich nicht, ganz kurz, aber Frau Schäfer ist nirgendwo in stationärer Behandlung. Sie wissen nicht, dass sie in irgendwelche Kliniken geht oder sonst irgendwas? Nein. Okay, zum weiteren Ablauf ganz kurz. Wir fahren jetzt einmal ganz kurz in die Radiologie. Dort werden wir eine Aufnahme vom Kopf machen. Ich gehe auf jeden Fall mit. Wenn du noch kurz erklären würdest, jetzt, wie das jetzt hier abläuft, ein bisschen wäre ganz nett, ne? Ja, klar. Wichtig war hier, dass wir einmal radiologischer Natur arbeiten können. Zum anderen hatte ich erhofft, aufgrund eines Krampfanfalls eventuell über ein EEG eventuelle Reststromaktivitäten aufzuzeichnen. Aber diese Patientin muss dringend überwacht werden. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, sie auf die Intensivstation zu verlegen. Denn man kann jetzt noch nicht voraussagen, wie häufig werden sich diese Anfälle wiederholen, beziehungsweise was ist der Grund dafür und können diese Anfälle vielleicht auch auf gewisse Apparate zurückgreifen, wie zum Beispiel den Atemapparat, der dann sogar das Überleben der Patientin gefährdet. Kennen Sie denn jetzt irgendjemanden? Können Sie irgendjemanden kontaktieren? Wir sind, wie gesagt, ja auch nicht so lange zusammen. Ich weiß halt, dass sie 2 Schwestern hat, aber ich habe die noch nie gesehen. Die wohnen auch nicht in Berlin. Kann man die irgendwo anschreiben oder? Ich müsste das dann mal gucken. Mal durch. Versuch mal irgendwie, dich an irgendwas zu erinnern. Du hattest mir doch irgendwie mal was erzählt oder? Ich müsste jetzt mal im Internet recherchieren. Sie hat mir die halt im Internet mal auf Bildern gezeigt. Ich weiß, dass sie eine Schwester hat. Wie gesagt, in Berlin wohnt die oder Nähe Berlin. Was genau ist, weiß ich nicht. Ich gucke jetzt gleich mal auf dem Handy rum. Ja, das wäre gut. Der Herr Koch und die Frau Schäfer sind ja noch nicht so lange zusammen. Dementsprechend kennt er ihre ganze Familie noch nicht. Wir mussten natürlich irgendwie Informationen haben zur Vorerkrankung, weshalb wir ihn gebeten haben, einmal nachzuhören oder irgendjemanden zu kontaktieren. Er hat dann glücklicherweise auch die Schwester ausfindig machen können und erreicht, die dann allerdings für uns sehr beunruhigende Informationen hatte. Nach Inas stationärer Aufnahme erfahren Freund Tom und dessen Schwester Mara aber zunächst, was Frederik Seehauser derweil über den Krampfanfall herausgefunden hat. Inas Testergebnisse sind tatsächlich beunruhigend und stellen den Mediziner zudem vor Rätsel. Wir haben im Blut aber erhöhte Entzündungsparameter gefunden. Die Entzündungswerte sind hoch und das passt eigentlich recht gut zu dem, was wir radiologisch gefunden haben. Sie waren ja kurzzeitig in der Radiologie, dort haben wir versucht, Aufnahmen zu machen. Sie lagen da aber nicht immer ganz so ruhig, das war ein bisschen schwierig. Deshalb haben wir auch die Medikamente bekommen. Wir haben nämlich verschiedene Aufnahmen gemacht und auf diesen Aufnahmen konnten wir eine Hirnschwellung erkennen. Was heißt das genau? Also diese Hirnschwellung ist nicht auf ein Trauma zurückzuführen. Das war für uns sehr wichtig, weil sie ja nicht genau Angaben machen konnten, ob was ein Unfall vorliegt. Es gibt auch Traumata, die nicht unbedingt mit der Blutung draußen einhergehen, sondern eher schwerwiegende Blutungen im Inneren des Kopfes haben. Das konnten wir ausschließen, also von dem Segeltörn selber. Jetzt kam nichts. Was uns aber wirklich Sorgen bereitet, ich meine, du hast, glaube ich, auch mitbekommen, Thomas, das ist, dass wir es hier mit so einer wahrscheinlichen Verdacht an Entzündung zu tun haben. Mhm. Es sind hier Räume ausgekleidet der Hirnmasse durch Schwellungen, die so nicht sein dürften. Das CCT hatte jetzt meine ersten beiden Verdachtsdiagnosen wie die unentdeckte Epilepsie und ein Schädel-Hirn-Trauma aufgrund des Unfalls ausgeschlossen, hat aber ganz deutlich eine Enzephalitis gezeigt, die sich durch so einen Grauschimmer angedeutet hatte. Zudem hatten wir Blutwerte mit einem erhöhten Entzündungswert. Das könnten jetzt natürlich eine Menge von anderen Krankheiten sein, von bakterieller Natur hin bis parasitärer Natur. Hier standen wir ziemlich auf dem Schlauch. Ich habe Ihre Schwester angerufen in Berlin. Ja, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, weil ich wusste, dass sie in Berlin eine Schwester wohnen hat. Oder bei Berlin. Ja, und die habe ich mal kontaktiert und die erzählte mir dann im Laufe des Gesprächs, dass sie einfach eine Tante hat, die unter einer Psychose leidet. Okay. Und so wie sie mir das erklärt hat, hat sie
genau die ähnliche Symptome gezeigt am Anfang. Vor Jahren. Das kannst du doch nicht machen. Warum denn nicht? Informationen sind doch wichtig. Also generell müssen wir natürlich, hangeln wir uns jetzt von Strohhalm auf Strohhalm, ja, und dass wir dann immer gucken. Was? Oh? Bina? Herr Doktor, das ist genau. Was ist jetzt mit ihr? Das ist genau das Zeichen. Was ist denn? Genau das Anzeichen, welches sie auf dem Boot hatte. Okay, Thomas, kannst du ganz kurz einmal vielleicht die beiden Herren, die Herrschaften kurz rausbitten? Ich will mir ganz kurz ein Bild davon machen. Wir müssen einmal kurz mit nach draußen kommen. Sagst du der Schwester drüben Bescheid und dem Kollegen von der Intensiv? Ja, sag ich Bescheid. Ja. Folgen Sie mir. Frau Schäfer, hallo. Ja. War es ein bisschen viel, Frau Schäfer? Schauen Sie mich mal bitte an. Als Frau Schäfer diesen abwesenheitsähnlichen Anfall hatte, sagt der Koch direkt, das war der gleiche Zustand wie bei dem Segelunfall. Also lag es gar nicht an ihren Segelfähigkeiten, sondern hatte wahrscheinlich schon einen medizinischen Hintergrund, beziehungsweise war eines der ersten Symptome. Ich war deswegen nicht ganz so beunruhigt wie alle Anwesenden, denn Frau Schäfer war ja in die Überwachung angeschlossen. Ich konnte direkt am Monitor sehen, dass hier keine Lebensgefahr herrschte, denn ihre Vitalparameter waren in Ordnung. Dennoch ist so ein Zustand alles andere als normal und das ist ein wichtiges Symptom gewesen, den wir weiter diagnostizieren müssen. Das ist ganz komisch. Also auch hier ist ein anfallsähnliches Erlebnis, leichtes Flackern gehabt, Augen, Pupillen, man ist keine Auffälligkeiten dabei, leichtes Tränensekret, von den Vitalparametern passt alles. Sagst du mit dem Kollegen von der Intensivmedizin, dass wir hier auf jeden Fall einmal noch eine Liquorpunktion, die werden sie sowieso machen, auf jeden Fall schnell durchführen wollen. Der Einwand von Herrn Koch, dass er über die Schwester meiner Patientin erfahren hat, dass es eine Tante gibt, die eine Vorerkrankung hat, welche eine Psychose ist, war relativ wichtig. Dennoch muss ich sagen, passt das nicht so ganz zu dieser Enzephalitis. Man muss aber auch sagen, dass eine Psychose trotzdem bei der Patientin vorhanden sein könnte oder kann und diese Enzephalitis vielleicht einen ganz anderen Grund hat. Hier standen auf jeden Fall verschiedene Strohhalme bzw. Ansatzpunkte, nachdem wir gegriffen haben. Wir standen eben bei Frau Schäfer noch ganz am Anfang der Diagnostik. Trotzdem war ihr Zustand auf jeden Fall besorgniserregend. Zwei Tage lang tappt der Arzt im Dunkeln, was Inas gefährliche Entzündung verursacht haben könnte und ob sie womöglich zudem an einer psychischen Erkrankung leidet. Doch dann liefert ihm das Ergebnis der Hirnwasseruntersuchung einen entscheidenden Hinweis. Es ist so, wir konnten aber aufgrund dieser Lumbalpunktion, die dann durchgeführt worden ist, und weiteren anderen Blutparametern herausfinden, dass bei Ihnen ja, Antikörper nachgewiesen werden konnten, die gewisse Proteine angreifen oder behindern bei einem Prozess. Frau Schäfer litt unter einer NMDA, Antikörperrezeptorerkrankung. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die ist noch sehr jung und noch kaum erforscht und deswegen relativ schwierig zu greifen. Hier kommt es nämlich zu einer Attacke des Körpers gegen ein ganz wichtiges Protein. Dieses NMDA-Rezeptorprotein ist ein ganz wichtiges Protein, wenn es darum geht, gerade im Hirn Informationen oder Verknüpfungen zu erstellen und weiterzuleiten. Und dieses Protein wird angegriffen durch den eigenen Körper und zerstört diese, sodass eben im Endeffekt diese Enzephalitis, diese Entzündung im Schädel-Hirn-Bereich uns nur ein weiteres Symptom waren, um uns darauf zu bringen. Also ist das keine Psychose? Das ist damit auszuschließen. Ja, also wir haben jetzt ein physisches Problem gefunden, woran es liegen kann, was nicht psychischer Natur ist. Wir haben einen Grund, woran es liegt. Dann wird es wahrscheinlich Zeit, dass ich mich mal ein bisschen bei dir entschuldige. Solltest du, ja. War ja vorgestern nicht ganz so, ja, so nett zu dir und deshalb würde ich mich gerne bei dir entschuldigen. Allerdings muss ich auch ganz klar sagen, du hättest mir das eigentlich auch ruhig schon vorher sagen können. Also nicht eigentlich, du hättest mir vorher sagen müssen. Wir sind jetzt ein Paar, dann brauchen wir ja nur keine Geheimnisse voneinander zu haben. Ja, das ist ja auch richtig. Aber guck mal, du musst mich auch verstehen. Also, ich meine, so lange sind wir jetzt auch kein Paar. Ja. Und es ist ja nicht so, als hätte ich nicht selber Angst, dass ich jetzt irgendwie, ja, krank im Kopf bin, psychisch krank. Also Sie sind davon ausgegangen, dass eventuell auch Sie erkrankt sein könnten, ja. Weil Sie den Krankheitsprozess mitbekommen haben und die Symptome jetzt gemerkt haben. Bei Ihnen muss man sagen, die Symptome sind jetzt natürlich hervorgerufen worden aufgrund dieser Enzephalitis, diesen entzündlichen Prozessen im Gehirnbereich oder im Hirnbereich, die dann natürlich die Symptome hervorgerufen haben, wie zum Beispiel ein krampfähnliches Ereignis oder eben auch eine gewisse Abwesenheit. Das sind alles so Symptome, die damit zusammenhängen. Im Fall von Frau Schäfer kann ich hier eine relativ gute Prognose geben, denn wir haben diese Krankheit relativ früh entdeckt und die Symptome, die die Krankheit zeigt und damit auslöst, die waren jetzt in einem gewissen Rahmen, dass wir sie medikamentös behandeln können.
Patientin Ina hat sich in der Klinik erwartungsgemäß erholt und kann mit ihrer noch nicht gut erforschten Krankheit dank der richtigen Medikamente ein weitgehend beschwerdefreies Leben führen. Das missglückte Segeldate haben die 31-Jährige und Freund Tom nachgeholt, diesmal ohne böse Überraschungen.